In der Stadt Klimov steht ein ungewöhnliches Haus. Von außen sieht alles aus wie bei jedem anderen, ein altes und unscheinbares Häuschen. Sein Besitzer, Wladimir, ist eine faszinierende und talentierte Person, die das gewöhnlichste Landhaus in ein Kunstwerk verwandelt hat. Korrespondenten gelang es, das Geheimnis der Schönheit des Hausinneren zu lüften und seine Einzigartigkeit mit ihnen zu teilen. Äußerlich ähnlich wie alle anderen Häuser in der Nähe, hat dieses, wie man sagt, etwas Besonderes im Inneren. Wladimir ist es gewohnt, ungebetene Gäste zu empfangen, die das ganze Jahr über an seine Tür klopfen. Alle möchten eintreten und die museale Inneneinrichtung sowie den Luxus seiner Dekoration bewundern. Das in hellblauen Tönen gestaltete Interieur beeindruckt auf den ersten Blick. Hier strahlt alles königlichen Apartments des Mittelalters aus. Ein wunderschöner Boden aus handgelegten Fliesen, handgeschnitzte Möbel, Gemälde in teuren Rahmen und Stuck an den Wänden passen überhaupt nicht zum äußeren Erscheinungsbild des Hauses. Alles, was das menschliche Auge in diesem Haus sieht, ist die Handarbeit des Besitzers. Die Decke ist ebenfalls mit handgeschnitztem Stuck verziert, vergoldet, und die schönsten Motive in Form historischer Zeichnungen ziehen den Blick an. Beim Betrachten all dessen könnte man denken, dass hier Meister und Künstler von höchster Qualität gearbeitet haben. Der Punkt ist jedoch, dass Wladimir ein Autodidakt ist. Er hat an keiner Universität studiert und musste das Schnitzen aus Holz aus Interesse selbst erlernen. Alle Holzelemente der Inneneinrichtung sind vom Besitzer aus Lindenholz handgefertigt. Diese Holzart lässt sich leicht von Hand bearbeiten und sieht eindrucksvoll aus. Die mit Gold lackierten Dekorationselemente sind mit japanischem Blattgold versehen und haben einen glänzenden, luxuriösen Look. So kann man ein einfaches Landhaus ohne Übertreibung in ein luxuriöses Meisterwerk verwandeln, wenn man nur den Wunsch hat. Ohne Übertreibung wurde der königliche Palast fast 40 Jahre lang durch mühsame Arbeit geschaffen. Dieses Hobby ermöglichte es Wladimir, sich einen Namen zu machen und Touristen und Gäste aus aller Welt zu empfangen. Wladimir ist sehr freundlich und gastfreundlich, liebt es zu plaudern und freut sich immer über Menschen, die sein Haus besichtigen kommen. Im Haus steht eine Kopie des Throns von Katharina der Großen. Auf diesem Thron sitzt Wladimir gerne und träumt. Nach Angaben des Besitzers dieser Meisterwerke fühlt er sich wie ein Herrscher, sobald er auf den Thron seiner eigenen Herstellung Platz nimmt. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.